Hallo und herzlich willkommen bei GameOdOn. Mein Name ist Drawtech und ja, es gibt wieder einen StarCraft 2 Casual Cast. So, wir nehmen auch gleich mal das Supply an. Es gibt wieder Drux Let's Play als Protoss gegen Crazy Marshall als Zerg. Dem Titel des Videos entnehme ich mal, dass er einige meiner Tipps beherzigt und ich bin gespannt, was es wird, aber ich schätze mal, es geht um dieses Stückchen hier. Aber ich bin mal gespannt, was Drax da dieses Mal rausholt. So, Obi fliegt schon mal rüber, ist also relativ normal. Wir sehen hier Saint Supply. Kommt der Obi? Ja, es kommt momentan noch kein Obi, aber... Tenpool? Ja, der Tenpool wäre da nicht gut, also nicht richtig korrekt gespielt. Also es gibt verschiedene Versionen vom Tenpool, aber ich finde, meine Version ist einfach die geilste. Ja, ich weiß. Eigenlob stinkt. So, was haben wir hier? Ganz normal Pylon. Keine Scout-Sonde. Normal die Sonde, die den Pylon stellt, sollte scouten gehen. Ist relativ wichtig, weil dann wüsste Drax auch, dass hier ein Tenpool gespielt wurde. Und es werden weiterhin erstmal Probes gepumpt. Drohnen. So. Also ich spiele den Tenpool eigentlich eher so, dass ich erst das Gas nehme. Das heißt, sobald der Pool ready ist, habe ich genug Gas, um direkt Speed zu erforschen, ohne Queen zu bauen. Und sobald der erste Inject durch ist, habe ich dann 22 Speedlinge auf dem Feld, die dann schon extrem stressen können. Wenn natürlich zugewollt ist, ist das nicht ganz so einfach, aber nicht jeder hat den Berserker hier auf Hold Position, vor allem nicht in der Bronze-Silberliga. Also da kann schon schnell Fehler passieren. Und ansonsten nimmt man einfach nur drei Stück und knuspert hier den Pylon an. Irgendwann kommt der raus und dann rennt man mit dem Rest durch. Funktioniert echt ganz gut teilweise, muss man mal dazu sagen. Einige sind dann so crazy und BAM, bauen hier alles zu. Einfach instant so BAM. Scheiße, da kommt erstmal nichts mehr durch. So, jetzt sehen wir die ersten Zweilinge und die Queen, die halt für die Inject sorgt. Der Tenpool ist in der Ausführung halt total falsch. Was genau der vorhatte, er wollte glaube ich nur eine frühe Queen haben, um schnell zu injecten, weil er Angst hat, dass hier ein früher Push kommt. Wobei er nichts gescoutet hat und ja, Drax ist halt nicht so, dass er pumpt und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel alles langsam ist, ey. Aber das wird wohl irgendwie, seitdem ich das letzte Mal diesen einen Problem hatte, dass ich die Spielgeschwindigkeit auf den falschen Wert hatte, seitdem habe ich ständig die Einbildung, dass alles langsam abläuft. Die ersten zwei Länge sind draußen. Dann schon mal los. Die Choke ist noch nicht geschlossen. In Notfall eine Probe zwischenstellen. Ganz wichtig. Nicht, dass da irgendwas rein, aber gut. Bei nur zwei Linge ist das scheißegal, aber wenn jetzt wirklich ein guter Tempo gespielt werden würde und er hätte ein paar mehr Linge gepumpt statt Drone. Also jetzt würde er, sag ich mal, nochmal drei Stück bauen. Das ist natürlich jetzt wieder verloren, das Ganze. What the fuck? Er haut drei Obis raus. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen, übertrieben, sag ich mal. So, jetzt ist das Ganze hier safe. Aber die zwei Linge könnten, wie gesagt, diesen Pylon angreifen, solange die hier auf Full Position sind. Was sehen wir weiter? Noch zwei Gates. Core Gate Technologie ist unterwegs. Ja, wie gesagt, auch beim natürlich beim 4-Gate bzw. 3-Gate Robo, ich bin nicht ganz sicher, was es genau wird. Gibt es verschiedene Ausführungen. Persönlich befindet sich natürlich Doppelgas, volle Eco und die letzten drei Gates so schnell, dass sie zeitgleich mit der Core-Technologie fertig sind. Ist eigentlich mit so die optimalste Lösung. Und natürlich in der Zwischenzeit immer versuchen, irgendwie Stalker und schon mal Stalker und auch ein paar Sentries rauszuhauen. Bringt was. So, Obis sind auf dem Weg und gucken sich die Weltgeschichte an. Jetzt kommt hier die Schabenhöhle. Immer noch One Base, beide. Nee, doch nicht. Nee. Falsch, Quatsch. Stimmt doch gar nicht. Er hat die erste Echse gesetzt. What the fuck, wieso da oben? Man hätte die eigentlich hier umsetzen müssen. Denn hier sind Rocks. Das hier lässt sich einfach definitiv leichter verteidigen als das hier. Denn wenn jetzt, sag ich mal, ein Berserk-Push gekommen wäre, wäre das alles so und so schon Geschichte. Stalker ist draußen, holt sich jetzt den Obi. Sollte ihn auch versuchen zu fokussen, also hinterherlaufen und versuchen zu kriegen, das ist machbar. Jetzt sind zwei draußen, jetzt ist er, also das war es auf jeden Fall, definitiv. Nein, er lässt ihn kommen! Oh mein Gott, das war Fail. Oder kriegt er ihn noch? Ist nackt dran und da geht er down. Oh ja. Hübsch gemacht. Die ersten 100 Ressourcen verloren auf Seiten von Crazy Marshall. Hier sind jetzt ein paar Linge am Start, die hier aber definitiv nicht reinkommen. Drei Stalker, zwei Bersen. Top gesichert, also da kommt erstmal nicht so schnell durch. Zwei Gates, zweites Gas und die Robo. 3-Gate-Robo, sehr schön. Nur fehlt jetzt, wie gesagt, die Echse. Die hätte man nehmen können und man hätte das hier locker verteidigen können. Vor allem mit der Armee, die schon steht. Ist doch schon eine ganze Menge.
Jetzt gehen auch die Bersen und die Stalker raus. Und sieht er die? Sieht er die? Sieht er die? Sieht er die? Ja, er sieht sie auf jeden Fall. Also sind nicht viele. Da hat er auf jeden Fall den Army-Vorteil. Jetzt kommt die Sonde raus, um hier die Exe zu setzen. Auf Seiten von Crazy Marshall sehen wir einen weiteren Ovi und das Burrow-Upgrade. Eventuell gibt es dann noch später oder früher oder später die Gilneer-Neubildung und eventuell die Gräberklauen, damit die Schaben sich unter der Erde schneller regenerieren, teilweise bewegen können, was man eher selber macht, weil sie dann zu langsam sind. Ja. So, was haben wir hier? Immer noch ein paar Stalker, ein paar Bersen, die das Ganze gut defenden. Es sind weiterhin einer in reingeworbt. Also läuft hier ziemlich, momentan ziemlich konstant das Ganze. Mineralien sind ziemlich low, außer von Drax. Also muss man sagen, 200 Minerals, wenig Gas, das ist gut. Hier haben wir zu viel Gas, aber das kann sich beim Zerg halt schnell ändern, da er extrem schnell pumpen kann teilweise. Also einmal so instant so, was weiß ich, wie viele Units rauskommen. Jetzt kommt hier der Bau und das Speed Upgrade für die Länge und dazu die Evo Chamber. Das heißt, wir werden Upgrades sehen. Und ein bisschen Creep Spread läuft auch nebenbei. So, Bersen sind unten, hier stehen auch wieder drei Bersen. Er hat die Linge gesehen, Drax hat die Linge gesehen und dementsprechend weiß er, dass er gut was machen kann. Hat jetzt einen Obsidian draußen. Das heißt, er kann jetzt sich in Ruhe alle Informationen holen, die er braucht, denn hier steht wirklich fast gar nichts. Die paar Linge, die sind ein Witz, sage ich mal. Jetzt guckt er, ob hier irgendwo ein Exe steht und burrowt sich hier ein. Ja, das ist, ja, das muss nicht sein. Wie gesagt, hier nochmal, wir sind immer hier unten die Exe. Warum der Zerg-Spieler hier die oben die Exe genommen hat, die auch noch so weit weg ist von der Mainbase. Das heißt, wenn hier gepumpt wird, dann müssen die Units erstmal ganz hier hinlaufen. Und das ist dann doch schon ein beachtlicher Weg. Auch für Speedlinge ist das nicht ganz so optimal. Jetzt kommen zwei Schaben und das Level 1er Death Upgrade für die Ground Units. Und ich denke mal, die Gilneer-Neubildung wird auch dann früher oder später kommen. Dann wird das eine Schaben-Link-Army, beziehungsweise überwiegend nur Schaben. Ich gehe mal davon aus, dass die Link-Produktion früher oder später eingestellt wird. Jetzt kommt hier der erste Protector, der hier natürlich, vor allem hier, an dieser Choke, ultimativ nützlich ist. Also ultimativ nützlich ist. Wenn hier Linge stehen, ein Protector auch hier ein Schild hin und dann sind die Linge eingesperrt und man kann die Linge wegklotzen. Also sehr stark. Vor allem auch, wenn noch HTs dazu kommen sollten, später oder früher oder später. Irgendwann mal. Auf jeden Fall kommen jetzt noch Pylon, zwei Gates dazu. Dann haben wir fünf Gates und die Robo. Ja, das passt definitiv noch. Ich vermisse nur noch, dass Immortals gepumpt werden. Um die Linge immer noch eingebuddelt. Ist jetzt an der schmalen Stelle. Hat auf jeden Fall gegen den Zerg, sag ich mal, Vorteile. Oh, da fliegt die Obsi jetzt in den Spore rein und geht kaputt. Jetzt weiß Draxi aber, dass da ein Spine steht und sonst nichts. Und ja, dementsprechend kann er jetzt reingehen, holt sich noch hier den Creep-Tumor. Das ist natürlich auch bitter. Jetzt, nein, er muss weiter vorgehen. Nein, er zieht sich zurück. Oh, das war fail, das war richtig fail. Jetzt haben wir das Force Field, damit ist der Weg abgeschnitten. Die Schaben kommen auf jeden Fall nicht durch. Die Army hätte locker gereicht, um das hier wegzuhauen. Also da hat Drax sich selber unterschätzt. Und Drax kann mit seinen 5 Gates einfach effektiver nachpumpen. Also die ganze Zeit, wenn er schon hier an der Choke ist, hier einen Pylon stellen und wup, 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 einfach immer nachporten und dann Go, Go machen. Und nicht zu lange warten. Wenn man schon so defensiv spielt, sage ich mal, dann sollte man auch die Schmiede nutzen. Eventuell eine zweite bauen für Double Upgrades. Wobei, hier fehlt immer noch Gas, denn es werden immer wieder Units nachgepumpt. Und jetzt kommt nochmal zweimal Gas. Es werden weiterhin konstant Sonden gebaut, was mir auch sehr gut gefällt. Haben mittlerweile 17 von 16 hier. Schade. Ja, 24 ist Quatsch, das ist definitiv falsch. Hier haben wir 16 optimal genutzt hier das Ganze. Hier kommen immer mehr Stalker und Dings nach. Oben stehen immer noch die Linge. Die Speedlinge, die können auch sehr viel Ärger machen. Wenn hier hinten keine Units mehr stehen. Eine Cannon der Ecoline kann das Ganze hier locker verteidigen oder beziehungsweise im Notfall auch zwei. Jetzt kommen noch ein paar Pylons. Einmal im Halbkreis umzugestellt. Noch einer mehr. Da Drax seine 100 Supply hat. Wie gesagt, die Army, die er hier hat, die kann locker das hier alles wegklotzen. Also ohne Probleme. Ich weiß, der Protoss hat das Problem, dass er näher ran muss. Also, dass er hier auf einer Engstelle dann kämpfen muss. Aber die Schaben haben eine geringere Range und müssen halt näher ran. Und dann kann man die Stalker schön nach vorne Attack moven. Sag ich mal. Man macht einen Schritt nach vorne mit Rechtsklick und dann mit Attack Move wieder. Oder macht einen Stoppbefehl. Es geht auch, dass die dann weiter angreifen. Stück nach vorne, Stopp, Stück nach vorne, Stopp. Also, je nachdem, wie man es lieber hat. Dadurch bewegen die Units sich halt und greifen halt immer wieder an. Also machen ihre normalen Attacken. Und man kommt trotzdem nach vorne. Ja gut, es ist natürlich ein gewisses Maß an Micro dafür erforderlich. Aber ich denke mal, das sollte doch drin sein. Und jetzt kommen wir noch fucking vier Gates, ey. Das ist ein bisschen übertrieben. Und dann noch ein Robo und das Roboter-Dog. Also,
Daxi, ernsthaft? Das ist ein bisschen viel. Da reichen deine Ressourcen niemals aus. Du kommst ja jetzt gerade so klar damit. Und pumpst noch nicht mal aus deiner einen Robo hier. Bei so vielen Gates, also da du nochmal 4 Gates hast, brauchst du noch mindestens eine komplette Basis dazu, die voll mit voller Eco. Das heißt, du solltest hier mit 2 Stalkern hingehen, den Ovi clearen und dann hier die Base nehmen. Oder weiter unten, wegen mir auch hier. Oder du kannst auch wegen hier bist. Mir scheißegal, Hauptsache du hast halt so viel Income, dass du auch deine ganzen Production Facilities auch nutzen kannst. Denn ja, das ist definitiv zu viel. Vor allem, wenn du jetzt noch auf Colossi Tech gehst, dann wird das definitiv nicht reichen. Und da kommt auch schon der erste Colossi. Colossi sind schweineteuer. 300, 200. Das wird niemals reichen. Du kannst den zweiten jetzt bauen und dann hast du kein Gas. Musst jetzt mal warten, bis Gas wieder da ist. Gut, wird funktionieren. Du kannst aber in der Zeit keine Stalker nachbauen. Du musst Bersin pumpen. Bersin kosten 100 und ja, 5 plus 4 Gates, 9 Gates, 9 Bersin sind immerhin 900 Minerals, die du brauchst. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen krass viel. Das wird werden deine 2 Bersin auf jeden Fall nicht rausholen. Nimm dir demnächst einfach noch eine dritte. Du hast keine Aggression, also du hast bis jetzt keine Aggression gehabt. Dementsprechend kannst du davon ausgehen, dass der auch nicht so schnell kommen wird. Und du kannst auch, wie gesagt, mit einfach nur mit 2 Stalkern vorlaufen und mal gucken, ob da nicht irgendwie was eingebuddelt ist oder sonstiges. Also geht auf jeden Fall definitiv schon. Auf Seiten des Zergs haben wir das Level 2er Death Upgrade. Auf Seiten von Drax haben wir die verbesserte Thermolance, also das Range Upgrade für die Kolossi. Jetzt kommt hier ein schönes Force Field. Hat hier, und da sind die Linge eingesperrt. Und das war richtig nice. Also richtig nice geforcefieldet. Kann halt, die Bersen müssen halt in diesem Fall nach hinten. Jetzt gehen die Bersen ran. Jetzt kommt nochmal ein Shield. Und der Opsi bringt die Vision, die nötige Vision, um das Ganze hier zu clearen. Ja, die Force Fields hier optimal gesetzt. Die Schaben könnten sich natürlich abhauen, darunter weg, aber es bringt halt nichts. So, Opsi zieht sich wieder zurück. Ist auch besser so. Hat hier einen riesen Klotz an Stalkern. Und pumpt weiterhin Stalker nach, auch sehr schön. Sollte aber, wie gesagt, den Koloss nach hinten, Micron, also der darf nicht drauf gehen. Das ist einer der wichtigsten Units momentan, die einfach extrem viel Schaden machen. Vielleicht nicht an den Schaben, aber an allen möglichen Lingen. Und jetzt geht's hier oben an die Echo. Ein paar Bersen sind noch unten an den Schaben dran. Damit versucht hier mit den Schaben. Wie gesagt, jetzt könnte man zum Beispiel das Guardian Shield schützen, denn das sind Range Attacks. Und der Schaden wird dann einfach reduziert und das ist dann doch ganz schön nice, vor allem gegen Schaben. So, die zweite ist weg. Draxi immer noch auf der zweiten. Hatte oben ein paar Linge in der Base, die halt hier noch immer eingebuddelt waren. Hat gar nichts gebracht. Na, Bane ist auch noch am Start. Haben aber nicht wirklich was gekriegt, glaube ich. Na, ja gut. 4 Worker insgesamt. Und da verlässt Crazy Marshall einfach das Game. Ohne GG und alles. Ja, wie gesagt, die Force Fields, die waren schon nicht verkehrt. Das war richtig, schon richtig gut. Also richtig nice gemacht, das Ganze. Nächstes Mal noch die Bersen dann im Notfall hinten halten, wenn du an so einer Engstelle kämpfst. Denn die Bersen haben einfach deine hinteren Stalker outranged. Wären die vorne gewesen mit der Sentry, hättest du sehr viel mehr Angriffsschaden gehabt. Wie gesagt, aber ansonsten war schon sehr nice eine Ausführung. Hat mir sehr gut gefallen, das Let's Play, sage ich schon. Das Game, das Replay. Ja, und ich hoffe euch auch. Ich sage an dich schon mal, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.